Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr: Die Nachkommen meines Volkes werden unter den Nationen bekannt sein und ihre Sprösslinge inmitten der Völker. Jeder, der sie sieht, wird sie erkennen. Das sind die Nachkommen, die der Herr gesegnet hat. Von Herzen freue ich mich am Herrn, meine Seele jubelt über meinen Gott, denn er kleidet mich in Gewänder des Heils, erhüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit, wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt. Denn wie die Erde ihr Gewächs hervorbringt und der Garten seine Saat sprießen lässt, so lässt Gott, der Herr, Gerechtigkeit sprießen und Ruhm vor allen Nationen. Wort des lebendigen Gottes. Mein Herz ist voll Freude über den Herrn. Mein Herz ist voll Freude über den Herrn. Mein Herz ist voll Freude über den Herrn. Erhöht ist meine Macht durch den Herrn. Weit öffnet sich mein Mund gegen meine Feinde. Denn ich freue mich über deine Hilfe. Mein Herz ist voll Freude über den Herrn. Der Bogen der Helden wird zerbrochen, die Wankenden aber gürten sich mit Kraft, die Satten verdingen sich um Brot, und die Hungrigen gibt es nicht mehr. Mein Herz ist voll Freude über den Herrn. Der Herr macht tot und lebendig. Er führt zum Totenreich hinab und führt auch herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und er erhöht. Mein Herz ist voll Freude über den Herrn. Den Schwachen hebt er empor aus dem Staub und erhöht den Armen, der im Schmutz liegt. Er gibt ihm einen Sitz bei den Edlen, einen Ehrenplatz weist er ihm zu. Mein Herz ist voll Freude über den Herrn. Sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, Herr.
Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem. Als 12 Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der Knabe Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit. Dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten nach ihm. Da geschah es. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie voll Staunen. Und seine Mutter sagte zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Da sagte er zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört. Doch sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt hatte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte all die Worte in ihrem Herzen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei Christus. Halleluja. 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 So today, the Church is celebrating the feast of the Immaculate Heart of our Blessed Mother. Also heute feiert die Kirche das Fest des unbefleckten Herzens Mariens. Yesterday, the Sacred Heart. Gestern das Hochfest des heiligsten Herzens Jesu. Why one after the other? Warum eins nach dem anderen? Because it's so much connected. Weil sie in so einer starken Beziehung zueinander stehen. So much connected, the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of our Blessed Mother. Das heiligste Herz Jesu und das unbefleckte Herz Mariens, sie sind so miteinander verbunden. Because for the heart of Jesus, für das Herz Jesu, from where the blood he got, woher hat denn das Herz Jesus sein Blut bekommen? It is from Mary. Ja, von Maria. And the heart of Jesus started to beat according to the heart of Mary. Und das Herz Jesu begann zu schlagen durch das Herz Mariens. No? So everything started from the heart of our Blessed Mother. Also alles hat angefangen im Herzen Mariens. And this heart of our Blessed Mother pumped the blood to the heart of Jesus. Also das unbefleckte Herz Mariens hat das Blut in das Herz Jesu gepumpt. So all the body of Jesus initially, everything it is from the mother's heart, no? Also, all the nourishment, blood, everything initially. Also alles, was in Jesus herangewachsen ist, die ganze Nahrung, alles kam aus Maria. So we cannot separate. Also das können wir nicht trennen. No?
So Mary will be able to say to Jesus. Also deswegen kann Maria zu Jesus sagen. You are the flesh of my flesh. Du bist Fleisch von meinem Fleisch. And bone of my bone. Bein von meinem Bein. Yes or no? Stimmt das? Because everything what he got is from Mary. Weil alles was Jesus hat, hat von Maria bekommen als Mensch. Yes or no? Stimmt das? St. John Paul II said in one of the preachings. Johannes Paul II hat das auch in einer seiner Predigten gesagt. Yeah. In the Chrism Mass. In the Chrism Mass, that means on Holy, no? In der Chrisammesse am Gründonnerstag. Yeah. Okay. So yesterday we have seen about the Sacred Heart. Also gestern haben wir über das Heilige Herz Jesu gesprochen. Today otherwise Mother Mary will say, why are you not telling about my Immaculate Heart? Und deswegen sprechen wir heute über das unbefleckte Herz Mariens, sonst würde sie sagen, warum sprechen wir? Today we have a picture of the Immaculate Heart of our Blessed Mother. Hier vorne steht auch ein Bild des unbefleckten Herzens Mariens vor dem Altar. So, what do you see in that heart? Die, die es sehen können, schauen sich das mal an und sagen mal, was sie auf dem Bild sehen, an dem Herzen. But actually in that heart something is missing actually. Aber auf diesem Bild fehlt etwas, sehe ich gerade. Okay, so we see that in that heart there is fire. Also auch bei dem unbefleckten Herzen Mariens sehen wir Feuer. No, means it's again showing love for us and love for Jesus and love for us. Und dieses Feuer zeigt eben die Liebe, die Mutter Gottes zu uns hat und eben auch die Liebe, die sie zu Jesus hat. Burning with love for Jesus and burning with love for us. Die Mutter Gottes brennt aus Liebe zu Jesus und sie brennt aus Liebe zu uns. Then actually in the Immaculate Heart of Jesus, you will see in Jesus' heart there was a thorns, no thorns around. Also beim Herz Jesu haben wir diese Dornen um das Herz herum gesehen. But Immaculate Heart will have flowers, white roses. Und normalerweise ist so beim Herzen Mariens sehen wir Blumen, weiße Rosen um das Herz. White roses. Yeah, what does it signify? Wofür stehen die? Was bezeichnet das? It shows a purity, that she is immaculate. Das bezeichnet ihre Reinheit, dass sie wirklich so unbefleckt ist. She is immaculate. Sie ist die ganz unbefleckte. Then another thing which we see in the Immaculate Heart is there is a sword also. Und dann sehen wir eben auch diese Wunde im Herzen Mariens. Hmm? There was one sword. Ein Schwert hat ihre Seele durchdrungen. Yeah. From where she received that sword? Woher hat sie dieses Schwert, diese Verwundung? Yeah. No, Simeon said, no? Simeon hat ihr das prophezeit. A sword will pierce your heart. Ein Schwert wird deine Seele durchdringen, hat Simeon gesagt. So that's why we say about the seven sorrows of our Blessed Mother. Deswegen sprechen wir auch von den sieben Schmerzen Mariens. What are the seven sorrows? Was sind diese sieben Schmerzen? Number one. Was ist das erste? Yeah, the prophecy of Simeon. Die Prophezeiung von Simeon. No, that your heart will pierce. Dass dein Herz durchbohrt wird, Maria. Second. The flight to Egypt. Die Flucht nach Ägypten. See, from Nazareth or from Bethlehem, they have to flee to Egypt. Sie mussten ja von Bethlehem nach Ägypten fliehen. It is around more than 500 kilometers. Das ist mehr als 500 Kilometer. So many hours of journey. So viele so Stunden, many days. So viele Tage waren sie da unterwegs. Yeah, that is second. War sie vorher noch Schneiderin eventuell? Sie schneiden? Ach, der sagt, er ist in der. Ah, no. No. And this according, yeah. Then the third one. Das dritte? Third one is Jesus gesucht. Yeah, finding today's reading. Das Evangelium von heute, dass sie Jesus im Tempel gesucht haben. Yeah. All the mothers may understand, all the fathers also will understand. If you lose your child, what will be your? Also Eltern werden das verstehen, was es heißt, ein Kind zu suchen, wenn man es verloren hat. The only son. Der einzige Sohn. Yeah. After 1 week. Eine Woche lang versucht. Yeah. Okay. So that is the third sorrow. Das war die dritte. Fourth one. Das vierte. Meeting Jesus on the way of Calvary.
Jesus auf dem Kreuzweg zu treffen. Mother knows that he is going to be crucified. Maria wusste, dass ihr Sohn gekreuzigt werden würde. Which is better? Was ist das Bessere? For us to be crucified or to see our dear ones being crucified? Was ist leichter, dass wir selber gekreuzigt werden oder dass wir sehen, dass einer unserer Liebsten gekreuzigt wird? Which is more painful? Was ist schmerzhafter? To see. Jemanden zu sehen, den wir so am Herzen haben. Our dear ones crucified. Because always the spiritual pain is higher than the physical pain. Yes or no? Weil der geistige Schmerz ist meistens höher als der körperliche Schmerz. Stimmt das? Yeah. Then fifth one. Kommen wir zum fünften Schmerz Mariens. Then the crucifixion of the Lord. Die Kreuzigung. Then she has to see her son, no, crucified. Sie sieht, wie ihr Sohn gekreuzigt wird. And the sixth one. Das sechste, die sechste Schmerz Mariens. The hands which has taken the baby Jesus, now he has to carry. The body of Jesus. Die Hände, die den neugeborenen Jesus gewogen haben, tragen jetzt den gestorbenen Leichnam Jesu. Without life, ne? Den toten Jesus. What would have been her feeling? Was mag sie da wohl gefühlt haben? I believe the entire things came to her life, means came to her mind from the birth of Jesus. Wahrscheinlich kamen alle Erinnerungen von der Geburt an in ihrem Leben zurück. But now without life. Aber jetzt war er nicht mehr am Leben. In my hand. In ihren Händen hielt sie den toten Leichnam Jesu. And the last one. Und das letzte. The burial of Jesus. Die Begräbnis Jesu. Yeah, the burial. These are the seven. Das sind die sieben Schmerzen Sorrows. Mariens. And we especially remember that on September 15, Our Lady of Sorrows. Und am 15. September ist ein besonderer Gedenktag der sieben Schmerzen Mariens. Okay. So coming back to the Immaculate Heart of Our Blessed Mother. Aber kommen wir jetzt zurück zum unbefleckten Herzen Mariens. You know, in Fatima. Erinnern wir uns an Fatima? No. No, Our Lady told to Lucy Francesco Jacinta. Da hat unsere liebe Frau zu Lucia Francesco und Jacinta gesagt. To consecrate Russia to the Immaculate Heart of Our Blessed Mother. Sich dem unbefleckten Herzen Mariens zu weihen. Ja. Then again, after that, in 1935 or 36, no, again. The Our Lady told to Alexandrina da Costa from Portugal. Und dann 1935-36 sagte die Mutter Gottes zur seligen Katharina von Portugal to consecrate Russia. Consecrate the world also. Dass Russland geweiht werden soll der Mutter Gottes und die ganze Welt. During the World War II. Das war während des Zweiten Weltkriegs. So, during the First World War, our mother told about Russia. Second World War, she asked for the world. Also im Ersten Weltkrieg hatte die Mutter Gottes darum gebeten, dass Russland ihrem unbefleckten Herzen geweiht werden sollte und im Zweiten Weltkrieg die ganze Welt. And, you know, and Pope John Paul II. Und ihr wisst, Johannes Paul II. Consecrated the whole world. Hat die ganze Welt dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht. And two years back. Und vor zwei Jahren. Pope Francis. Hat Papst Franziskus das getan. Consecrated again. Hat wiederum die ganze Welt. Russia and Ukraine. Russland und die Ukraine. To the Immaculate Heart of Our Blessed Mother. Dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht. And the promise Our Blessed Mother has to all these. Und die Versprechen, die die Mutter Gottes damit verbunden hat, sind folgende. There is a fight in these times. In dieser Zeit gibt es eben diesen Kampf. Between Satan's army and her army. Der Kampf zwischen dem Heer des Satans und dem Heer der Mutter Gottes. But at the end, her immaculate heart will triumph. Aber am Ende wird ihr unbeflecktes Herz triumphieren. Yeah, immaculate heart will triumph. Das unbefleckte Herz Mariens, es wird triumphieren. So that's why Our Lady also tells, entrust yourself to the Immaculate Heart of Our Blessed Mother. Und deswegen sagt unsere liebe Frau, dass wir unser Herz ihr weihen sollen. Consecrate yourself to the Immaculate Heart. Uns selbst dem unbefleckten Herzen Mariens zu weihen. Maybe we might have heard about 33 days of consecration.
to Jesus through Mary by Louis de Montfort. Vielleicht haben wir von dieser 33-tägigen Weihe durch Maria an Jesus vom heiligen Ludwig Maria de Montfort gehört. Why? Warum? Consecrate means set apart. Consecrate means to set apart. Also sich weihen heißt einen Schritt nach außen zu tun. Means telling that I am yours, Mary. Dass man wirklich sagt, ganz ausdrücklich sagt, Maria, ich gehöre dir. I am your property. Ich bin jetzt dein Eigentum. You are my mother. Du bist jetzt meine Mutter. No, you have to protect me. Du musst mich beschützen. And I will behave like your son or daughter. Und ich trete an die Stelle deines Sohnes, deiner Tochter. And I will tell you something which happened last Tuesday. Und jetzt möchte ich euch etwas erzählen, was letzten Dienstag geschehen ist. Okay. The power of our Blessed Mother. Und das zeigt über die Macht unserer Mutter Gottes. No, God, Jesus has given that much power to our Blessed Mother over Satan. Jesus hat der Mutter Gottes so eine große Macht über den Teufel gegeben. Because in Genesis itself we hear, no, she will crush your head to Satan. Und, no? In Genesis hören wir das über den Satan, dass sie dem Drachen den Kopf zertreten wird. I hope you will not get frightened. Ich hoffe, ihr bekommt keine Angst. Last Tuesday. Letzten Dienstag. Means how many days back? Das heißt, wie viele Tage ist das zurück? Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 4 days back. Also vor 4 Tagen. Okay. In Rome. Da geschah es in Rom. The bishop or the pope. Also der Papst. Bishop of Rome is? Der Bischof von Rom. Wer ist der Bischof von Rom? Der Papst. Also. Okay. Has appointed few exorcists. Hat der Bischof von Rom einige Exorzisten ernannt. Okay. So for the one priest who is the exorcist for the Diocese of Rome. Also ein Priester, der Exorzist ist für die Diözese von Rom. Okay. We know that priest. Und wir kennen diesen Priester. So last Tuesday, few of us went to him. Sind einige von meiner Gemeinschaft dorthin zu diesem Priester gegangen. Okay. And one lady was brought. Und eine Frau wurde dorthin gebracht. Okay. And she was brought and you know, she had you know, the possession. Sie war besessen. So she was brought by the husband and they know about this. Ihr Mann brachte sie dorthin und sie wussten um diese Besessenheit. I'll tell you what I have seen. Und ich sage euch jetzt einfach das, was ich gesehen habe. Okay, she was put on a cot. Sie wurde dort hingelegt. And then she was tied with 6 maybe belts or chain. Also sie wurde mit 6 Fesseln oder Bändern gefesselt. Okay, so here one, like that. Also so 6. Über den ganzen Körper, 6 Mal. Okay, 6. 6. And we were 9 people, excluding the priest. Wir waren dort 9 Personen, eingeschlossen der Priester. So including the priest, it's 10. Also mit dem Priester waren es 10. And 9 of us were holding her. Und 9 von uns haben eben diese Frau festgehalten. No, after tying also, no? Nachdem sie schon gefesselt war. But when the priest started to pray, the exorcist. Aber als dieser Exorzist dann begann, über diese Frau zu beten. Especially. In besonderer Weise. Whenever the priest invoked the name of Mary. In besonderer Weise, immer wenn der Priester den Namen der Mutter Gottes, den Namen von Maria angerufen hat. The evil inside. War der Böse im Inneren. Became so angry. So, er wurde so wütend. Means as if want to break everything. Also als wollte er alles zerbrechen. And 9 of us are holding you, imagine. Und stellt euch vor, 9 von uns Männern haben diese Frau gehalten. After time.
Eine ganze Zeit. But no, so much power. Aber es entwickelte sich so eine Kraft. So much anger. So viel Wut. No, of the evil one inside. Des Bösen, der in dieser Frau war. And we, and the priest said, we will pray the rosary. Und dann sagte der Priester noch, wir beten den Rosenkranz. No, and then she became so furious. Und dann wurde sie ganz außer sich. Yeah. But it continued. It took around 1 hour. Und das ging weiter und das dauerte eine Stunde lang. 1 hour. So sometimes she become calm after some time. So one moment she became calm. Also zwischendurch wurde sie aber ganz ruhig. So she came to her consciousness. No? Also sie war bewusstlos. No. So she said she needs some water. Dann brauchte sie ein bisschen Wasser. So she drank little water. Sie trank ein bisschen Wasser. So she was little bit released that time, no? Dann war sie ein bisschen entspannter. Then when she finished, nachdem sie einen Schluck drinking, getrunken hatte, there was one deacon holding her. Da war neben ihr ein Diakon, der sie festhielt. And deacon was wearing the stole. Und der Diakon trägt ja diese Stola. She took the stole and broke it. Sie riss diesem Priester die Stola ab. Then immediately, now they tank. So much anger. Also so viel Wut machte sich da breit. Towards our Blessed Mother. Wegen der Mutter Gottes. But at the end, you know what happened? Aber ihr wisst, was am Ende geschah? The priest was continuously praying to our Blessed Mother. Der Priester hat unaufhörlich zur Mutter Gottes gebetet. And at the end, she became all right. Und zum Schluss war sie ganz in Ordnung. But we could see the anger she was showing. Aber wir konnten diese Wut sehen, die sich in ihr ausdrückte. See, that's why, you know, she will crush the head of Satan. Und she will crush the head of Satan. Die Mutter Gottes wird den Drachen den Kopf zertreten. So that's why, you know, the church also is teaching us. Our Pope John Paul II is telling us, consecrate ourselves to the Immaculate Heart of our Blessed Mother. Und deswegen lehrt uns das die Kirche und auch unser Papst sagt es, dass wir uns dem unbefleckten Herzen Mariens weihen sollen. And consecrate ourselves every day morning. Und das sollen wir ruhig jeden Morgen tun. When you get up. Wenn ihr aufsteht, tell our Blessed Mother, dann sagen wir der Mutter Gottes, my mother, meine Mutter, I consecrate myself to your Immaculate Heart. Ich weihe mich deinem unbefleckten Herzen. Allow me to dwell in your Immaculate Heart today. Erlaube mir heute in deinem unbefleckten Herzen zu wohnen. Protect me from all evil. Und beschütze mich von allem Bösen. She will protect. Und sie wird uns beschützen. It's a great protection. Das ist ein sehr großer Schutz. From all the attacks of the evil one. Ein großer Schutz vor allen Angriffen des Bösen. So, may our Blessed Mother protect us from all dangers. Also unsere Mutter möge uns beschützen vor allen Gefahren. And bring us closer to Jesus. Und sie soll uns näher zu Jesus bringen. And may all of us become a blessing. Damit jeder von uns zum Segen wird. Blessing for our family members. Ein Segen für unsere Familien. And a blessing for all those Jesus brings in our lives. Und dass wir ein Segen werden für alle, die Jesus in unser Leben stellt. Er sei der Vater und der Sohn und der Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen.